Ja, meine sehr verehrten Zuseher, wir befinden uns jetzt hier im Jugendzentrum Reute, genauer gesagt direkt hier beim Funpark. Und man sieht schon im Hintergrund, die Jugendlichen haben sich für diese Jam-Session, für diesen Tricky-Style-Contest schon perfekt vorbereitet. Trauen tun sie sich auch als, ich würde sagen, das wird eine lässige Geschichte. So, jetzt haben wir da schon ein paar lässige Typen, ein paar wilde Typen haben wir da. Die werden immer mehr. Es nimmt da selber heute auch teil. Was sagst du uns denn heute, Alex? Tricks. Was für eine? Scooter-Tricks. Tailwhip. Tailwhip, Heelwhip, Basspin. Was heißt das? Erklär das die Zuseher. Das ist ein Basspin, wenn die Lenkstange sich so einmal dreht. Und du, Hubert? 180. Und One Foot. Was heißt das? Was ist das? Nett, ist eine halbe Drehung und One Foot ist, wenn man mit einem Fuß aufkommt. Okay, und was machst du? Ein Double Whip. Und was kriegt man da heint? Also um was geht's da heint? Man kann Geld gewinnen. Da kann man Geld gewinnen. Also es kommt auf den Schwierigkeitsgrad drauf an, oder? Ja, gibt es verschiedene Gruppen, je nach wie gut man fährt, Anfänger oder schon fortgeschritten oder so. Ja. Was bist du für eine Kategorie? Eigentlich so Mittel. Mittel, also ich ganz Anfänger, aber schon ein bisschen geübt, oder? Ja. Hey, kennst du uns gleich was sagen, Buschen? Ja. Na, geht's schon? Ja. Servus Kumpel, wer bist du? Ich bin der Philipp. Philipp, war das aber ein lässiges Teil, was du da hast. Was kannst du denn mit dem alles zeigen? Moneten, Basspin. Fährst du schon lange Scooter? Seit einem Monat. Erst seit einem Monat? Mhm. Und dann bist du schon so gut drauf? Naja. Ja, wollte ich dir sagen, schon. Und du bist da? Kilian. Kilian, du hast auch ein lässiges Teil da. Schaut schon ein bisschen angenutzt aus, hat es dir schon ein paar Mal hergehauen. Ja. Aber das tut nichts, oder? Nein. Was sagst du, was sind so deine speziellen Moves? Alles, oder? Ja. Sagst du uns einmal etwas? Und der Kilian sagt uns da lässige Sachen. Wie heißt du? Ich bin der Tyler. Tyler, alles klar? Ja. Hast du dich vorbereitet für den Contest heute? Nein, ja. Ja, du tust immer was, oder? Mhm. Hast du einen speziellen Trick drauf? Tailwhip. Sagst du uns denn? Scooter fahren tust du schon länger? Ja, seit 2 Jahren oder so. Seit 2 Jahren. Aber wie fängt man da an? Also du musst dir irgendwann einmal trauen zu einem Backflip oder zu einem 180 und so weiter. Ja, keine Ahnung. Ich habe halt einfach so YouTube-Videos geschaut, über Rollerfahren halt. Und habe halt gedacht, ja, das könnt ihr mal probieren. Und dann habe ich es halt probiert. Es hat halt erst wieder ein paar Freunden angefangen. Die Freunde hat es nicht so Spaß gemacht. Aber ich bin halt irgendwie stecken geblieben mit dem. Und dann habe ich es halt gemacht. Also das kann man nicht, das traut man sich einfach. Ja, also ich habe lange gebraucht, bis ich so Sachen können habe, aber mittlerweile geht's halt. Sagst du uns was Cooles? Ja. Nico, geh weg! Geil. Servus Benni, alles klar, oder? Ja. Bist du gerade drauf? Ja, ein bisschen lang gebraucht, der Herr von Innsbruck, aber passt ganz gut. Du kommst extra auf Innsbruck daher? Ja, und die Zugverbindung war nicht so gut, aber jetzt sind wir da. Ja, das ist super. Hey, du machst den Sport ja schon seit längerem. Warum machst du denn das eigentlich? Ja, es ist halt einfach so zum Unterschied zu Fußball und so, zu Vereinsmannschaften mit dem ganzen Druck. Man pusht sich einfach gegenseitig und kann dann weiterkommen und es macht einfach Spaß mit weniger Druck.
Das ist super. Und hast du da in Innsbruck, wo hat man denn da die Möglichkeiten? Gibt es sicher auch so coole Parks? Es gibt da zum Beispiel die Wupphalle, die aber hauptsächlich nur für Skateboarder und BMXer offen ist. Aber und man kann da nur zweimal in der Woche 2 Stunden reingehen. Deswegen, es ist zwar ganz cool, die haben es jetzt auch erneuert, aber man kann halt nicht so oft fahren. Mir gefällt da der Park in Reut, oder? Ist auch sehr cool, vor allem seitdem sie letztes Jahr den auch erneuert haben. Macht voll Spaß und deswegen lohnt es sich auch für uns, da früh aufzustehen und herzukommen. Lass schon aussehen. Ja, Mann. Geht schon. Du schaust ganz gefährlich aus. Echt? Ja? Glaube ich nicht. Traust du dir was? Ja, klar. Was machst du? Da am Backflip. Echt, oder? Ja. Dann schauen wir uns an.